So, hallo wieder. Ah, Pause sollten wir rausgeben. Hehe. Was haben wir denn alles? Helm. Ja, dann nehmen wir einfach mal alles mit. Mal gucken. Bonus auf Trefferpunkte. Okay. Handschuhe des Kavaliers. Auf was? Außerdem gewähren sie einen Bonus auf berittenen Schadenswürfe. Kann man hier reiten in dem Spiel? Okay, Brille. Schadenträger, okay, Stiefel. Stiefel haben wir ja auch noch nicht. Auf Überzeugungswürfe, ja. Nice. Alles mit haben, roter Drachenhelm. Dieser Helm gewährt seinem Träger Feuerresistenz 10. Außerdem kann der Träger dreimal täglich einen Feuerstoß ausatmen, der in einem 15 Fuß großen Kegel 3D4 Feuerschaden verursacht. Ein Erfolg, ja. Ja, das würde ich gern machen. Aber darf ich das? Bin ich so nahe wie am Dragonborn wie eigentlich? Pathfinder möglich fast. Einmal täglich. Okay. Regelwerk geändert. Theoretisch war das halt nur einmal möglich als Dragonborn, also bin ich sogar besser ein bisschen. Als Magier der Stufe 3 zu wirken. Ah, das ist aber nicht. Das ist auch freundlich. Was haben wir da sonst eigentlich drinnen gerade? Resistenzumhang. Als wäre ein Magier der Stufe 3. Ah, das ist so die Qual der Wahl. Geschosse. Und du stärkst Resistenz. Okay. Farblich top aufeinander abgestimmt wie üblich. Schadenswürfe gegen Dämonen. Und was haben wir hier noch? Handschuhe. Ja, unser Favorite, die Sela, wird uns hoffentlich lange begleiten. Und falls nicht, muss ich neu laden. Und ihr das Zeug wieder wegnehmen. So einen coolen Scheiß. Nee, nee, nee. Das schenkt man nicht her. So, was habe ich da noch? Ein Fenster auf. So. Aber jetzt. Ja gut, haben wir ganz Loot verteilt. Wie schaut es eigentlich AC-technisch aus? 19, 22, 23. Oh. Ah gut. Zauberbuch. Haben wir schon ein bisschen was aufgerüstet hier? Ah ja, wie? Ach Gott, zu schnell. 1999. Na gut. Gleich mal abspeichern. Und jetzt fragen wir mal den nächsten durch. Amelia mustert dich nachdenklich und spielt dabei mit einem schlangenförmigen Knochenamulett, das an ihrem blassen Hals hängt. Sie bemerkt deinen Blick und lächelt kurz kalt und kaum wahrnehmbar. Seid gegrüßt. Für einen Moment hat es den Anschein, als wolle das Mädchen etwas hinzufügen. Doch die Pause wird zu lang und sie verfällt wieder in vorsichtiges Schweigen.
Ja, hier lernen wir wieder alle kennen. Ich werde das ein bisschen beschleunigen, weil mag halt trotzdem Action mehr, als wenn nur tagelanges. Oh. Kann man es nur mal anreden? Doch. Los, bricht sie einfach den Dialog ab. Oho, die Leute sind halt nicht von Geburt an gleich. Ist das noch? Na dann, vielen Dank für eure Meinung. Ihr gehört nicht mehr zu meiner Wohnung. Da haben wir unseren Kandidaten hier. Wo ist unser Kohle? Ja, nice. Hier nehmt das. Ja, das sind 2000 Münzen. Nehmt eure Besonderung. Vergesst nie das Volksquirm, wenn ihr sein wollt, hält. Jawohl. Da können wir gleich noch wieder einkaufen gehen, Schriftrollen. Dass ich mich scheren, was ich meine. Ja. Wahrnehmung erfolgreich. Was haben wir da gebüffelt? Nice. Orgus scheint zu jenen zu gehören, die glauben, die gesamte Welt schulde ihnen etwas. Aber hinter einer selbstzufriedenen Arroganz spürst du auch Untertöne und Hysterie. Okay. Ein hysterischer Unterton sein. Er scheint enorm nervös zu sein, gibt sich aber große Mühe, das zu verbergen. Ich würde es begrüßen, wenn ihr künftig von derlei Aussagen Abstand nehmen würdet. Ach, wirklich unverschämt, niemand mehr wagt es finden, wie der Gesindel anzusprechen hat. Ich gleich mein Schwert auf den Kopf. Das, was ich gar nicht habe. Ich habe nur einen Kampfstab. Darum bitte ich euch, mich vor meinem Anwesen zu treffen und zu schützen, bis meine Geschäfte abgeschlossen sind. Treue diesem bekäme mehr als dem Rest eurer Gruppe. 1000 Goldmünzen. Komm, 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 komm. Ah, damn it. Ah, schade. Schwierigkeitsgrad 23 ist halt schon heftiger. Königin Galvre, ich glaube nicht, dass du die Königin für 2000 irgendwie. Ah, ja, okay, abgemacht. Schade. Schade, wäre cool gewesen, nur mit 2000 zu bekommen. Eieieiei. Haben wir hier einen Kreuzfahrer, der sagt nix. Aha, in Gemmel Hennis.
haben wir denn hier? Jerenauk. Ein junger Mann mit abgetragener Reisekleidung und einem einfachen Holzschild von Erastil auf der Brust schneidet sorgsam eine Leinenrobe in Streifen, um diese als Bandagen zu verwenden. Trotz seiner offensichtlichen Erschöpfung arbeitet er voller Eifer und singt dabei ein Lied über rote Zöpfe und reife Getreidegarben. Er richtet seine warmen, kastanienbraunen Augen auf dich. Gehört er zu den Kreuzfahrern? Danke, dass ihr jene von uns verteidigt, deren Talente nicht auf dem Schlachtfeld liegen. Ich bin Jernau, ein Diener von Erastil. Freut mich, euch kennenzulernen. Was macht ihr? Ich erhielt meine heilige Berufung erst kürzlich. Mein Gott hat mir bis dato also nur einen geringen Teil seiner Macht gewährt. Ich fürchte daher, die Zahl der verwundeten Kämpfer dieser Taverne übersteigt meine Heilkräfte bei weitem. Allerdings gibt es einen Grund, warum die Leute sagen, vertraue auf die Götter, aber kümmere dich zuerst um dich selbst. Ich kann den Verwundeten zwar nicht mit Magie helfen, aber wenigstens kann ich einige Bandagen schneiden. Seid ihr aus der Gegend? Nein, ich war in Canabres, nur auf Durchreise. Segelte auf dem alten Mann. Altwasser. Ist ein kleines Fischerdorf. Deshalb werde ich nach Altwasser segeln. Ja. Altwasser wurde enthüllt. Sehr schön. Ich habe Angst, aber was kann ich schon tun? Wenn ich tausende wie ein Elf. Ja. Würde euch gern helfen, aber es hilft nichts. Meine Zauber sind verbraucht und ich weiß nicht, mit Tränken oder Schriftrollen umzugehen. Seht ihr diese Robe, aus der ich mal Taschen schneide? Das ist meine vorletzte. Ja. Aber freundlich trotzdem. Was haben wir denn hier eigentlich? Oh. Opf. Mammampf. Nice. Ich werde einen zahmen Eulenkater als Begleiter. Die Zinge von euch bieten einen Moralbonus in der Natur. Kann man den öfter? Ganz übersehen. Aber als erster looten wir das da hinten noch. Da. Wir haben ja Level Up. Da gibt es ja ein Level Up zum Holen. Wunderprächtig. Ja, Arcanum. Begatte, Wahrnehmung, Überzeugen und Tricks. Tricks schadet nie. Falls man mal einen, ja, Rücken oder sowas dabei hätten, Heimlichkeit ist mir egal. Überzeugen ist auch immer gut. Und sehen, immer cool, wenn man es kann. Magische Gegenstand benutzen, ja. Weiter. Ha, Kernschutz, da haben wir ihn schon. Mach ich jetzt da so einen Bogenstrauß ein bisschen? Oder einen Armbrustschützen noch? Denn die meisten Schüsse werden halt trotzdem dann noch immer mit der Armbrust gemacht. Ups.
Dauerfokus Nekromantie haben wir hier. Mal bei 3. Also das ist schon cool, wenn man Rezension machen kann zumindest. Aber wenn man mal mit den Zauber auch trifft, wäre es auch cool. Als Magier. Geht zum Gage. Hexe. Wähle einen Energietyp. Dem du bereits das Talent Zauberfokus zugefügt hast. Allen Zaubern dieser Schule kann nur sehr schwer widerstanden werden. Vorteil, füge einem Schwierigkeitsgrad. Joach. Ist nicht kumulativ. Ja, Fokus heißt halt sich fokussieren. Ja, dann haben wir das durch. Oder kann man damit noch was anderes tun? Ja, wenn eine Auswahl fällt, ja. Das ist irgendwie Geschichte des Schreckens. Ja, Stich, ja, also mit Zahl. Hätte. Umgang mit Schilden. Zauberspezialist. Das ist immer zu einem späteren Zeitpunkt sicher cool, wenn man ein bisschen mehr Power hat in den Zaubersprüchen. Geschichte des Schreckens. Talent gibt es erst dann ab Level 5 wieder. Geschichte des Schreckens finde schon. Machen wir trotzdem den Zauberfokus. So. Zwei neue Zauber. In der möglich haben wir denn hier? Da haben wir die Level 2er Netz. Weil Monster herbeizahlen ist. Blindheit. Entfernung.
Erschrecken. Trotzdem mache ich das Unternehmens und ist jetzt zu verlenden. Da, ja, das ist vorübergehende Trefferpunkte in Höfen. Plus Zauberstufe. Nicht hilflos, sobald das aber endet, kann das Ziel wieder normal agieren. Das Ziel kann in seiner nächsten Runde für den Effekt. Okay. Mit Kreaturen mit zwei oder weniger intelligent sind zu dumm. Die verstehen den Gag nicht. Ja, wir haben halt nichts mit Gift. Glitzerstaub. Ich hab jetzt noch nie gesehen, wo der irgendwie wäre irgendwann mal in irgendeinem Spiel. Immer wieder so da, aber. Lebenswichtige Organe erkennen. Kenntniszauber. Hinterhältige Angriffe mit dem. Ja. Ich glaube, wir werden noch gegen ein paar Gegner kämpfen. Da ist es wahrscheinlich besser. Da. Zauberbuch. Einmal Monster. Ups. Dann, was haben wir noch? Holz eine Kugel, alle Kreaturen. Du hast wieder kleine Feuerball dann. Nächste Umgebung. Das bringt eigentlich mehr trotzdem, weil wir mehr Angriffsrunden haben. Das ist halt nur ein einzelner Zauber, der macht zwar auch zwar rein, aber gut, dann leveln wir gleich die anderen auch noch. Das Athletik-Ding, okay. Weiter Geschosse abwehren. Ja, Abwehr ist immer gut. Oh, der Kampf mit zwei Waffen. Fertig jetzt genau. Magische Gegner, ja, gut. Drachenstil. Tödliche Zielgenauigkeit. Muss er gar keine Geschosse abwehren, finde ich.
Hör mal. Ja, nee, wir machen da jetzt tödliche Zielgenauigkeit. Er wird ein Nuker, unser Lan hier. Fernschussmeister. Ja. Strahl. Strahl, bitte. Light Crossbow, ah, ich verstehe. Vorteil, will einfach die, du brauchst keine Gedanken, wenn du. Ja, das ist natürlich vorzüglich. So. So, Geist Schamani. X, was drauf, ausweichen. Ja, Rüstungsklasse ist nicht schlecht. Die machen wir so als Sekunde, was auch im Notfall nach vorn geschickt wird. Und unser Tank. Paladin. Überraschung, dass ein Paladin ist. Überzeugung. Ja, schwerer Rüstungsfokus. Was haben wir dadurch jetzt? Aha. Also sie hält halt einfach noch mehr aus. Waffenfokus könnte man auch machen. Aber es ist halt einfach einfacher, wenn man sagt, schwere Rüstung drauf und gut ist. Da. Erschöpft. Gut. Klingt. Ja. Immer blöd, wenn es schlecht ist und sowas. So, okay. Lalalala. Dann gucken wir mal, was da im Keller gibt. Gleich wieder verticken, ey. Ach. Also, wenn ich dich jetzt besser wüsste, würde ich sagen, das schaut, ja, okay. Das schaut verdächtig irgendwie aus. Im Raum. Aber. I know the way. Hey, Chief. Hey, Dreamboat, come over here. I want to talk to you about something. Something really important.
Quit bothering the decent people in here, Woljiff, or I'll knock your teeth out. What's it to you, Delvin Dum-Dum? You were told to guard me, and I'm not stopping you. But no one told me I had to shut my trap. Hm. Woljiff. Woljiff Jefto. I deal in useful things. I can get you whatever you want. Anything. But there's just one problem. Okay, da haben wir unseren Dieb für die Gruppe. I'll lay it out for you. Simple job, 30 minutes tops. We go someplace, talk to someone, and in return, whatever you want, I'll get it for you. Some extra rations, no problem. Armor, weapons, scrolls, you name it. It's as good as yours. If you need my help with something, whistle and I'll be there. I'm handy enough with knives too, and even my magic know-how isn't too shabby. What a load of guff. If you were good at magic, you wouldn't be stuck in here now, would you? Don't you listen to him, Chief. He'd find fault with the Queen herself. I'll be useful to have in battle, and I'll sell whatever you want at a reasonable price. It's your lucky day. You won't meet another gem like me in Canabras. Does it really matter? Don't get hung up on the past, Chief. Don't look to the future. He was caught thieving. Get me out of here and I'll tell you. And don't worry, it's not contagious. That's easy. You know Erebeth? Feisty looking gal, always wears armor. You can't miss her. She's the meanest fighter in the whole city. When you see her, put in a good word for me, will ya? Tell her there's this guy, Woljiff, locked up for no good reason in the Defender's Heart. Well, for the follies of his youth. And he really wants to get out on bail so he can keep up his good behavior and make a contribution to society. You got that? Hmm. Will you do it? I knew I could count on you! Knew it the moment I laid eyes on you.